48,3%. Das heißt, wir sind halb durch mit dem Spiel, oder? Mal gucken. 2 Jahre, 4 Monate, sag ich doch. Fast 2,5 Jahre. Okay, das ist Dodgen. Das ist halt über einen Monat her, dass wir das gespielt haben, ne? Ah, okay. Chuck, 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 chuck. Irgendwie was aufladen? Nee. Oh, doch, da. Busch. Okay. Oh. Yeah. Ah. Okay. Ups. Aha. Bumm. Ausprobieren. Und Feuer. Ja gut, jetzt habe ich da oben alle meine 4 Dinger aufgebraucht, aber... Ja. Wiesenseelen, ja. Moment. 1, 2, 3. Mhm. Wer war ich wohl? Oh ja, komm, keine Ahnung. Boah, ich habe halt keinen Plan, wo wir hin müssen, ne? Hey! Willkommen bei der Seelenkammer. Möchtest du deine Kampffähigkeit noch bessern? Das ist Upgrade. Okay. Scheiße, ich habe keinen Plan mehr, wo ich hin muss. Wir haben mit einem Freund Musik gemacht. Er Gitarre und ich... Was? Ach, hat gesungen. Mir war nie bewusst, was für ein trauriges Lied Moonlight Shadow ist. Hat mich ein bisschen gehittet. Dachte mir jetzt nicht mehr gut. Thron des Froschkönigs. Ach ja. Da waren wir ja überall, ne? Oh. Lass mal. Oh Gott. Jetzt kämpfen üben. Ja, mal wieder reinkommen. Okay. Ja. Das läuft. Okay, ja. Ich glaube, kämpfen klappt wieder. Da finde ich schon wieder rein. Zur Not kriege ich halt ein bisschen auf die Fresse, aber... Ja, doch, sollte laufen. Die Frage ist halt jetzt nur, wo müssen wir hin? Jetzt ist es safe, ich habe nie auf den Text geachtet. Ja, Lieder bei ihren Namen, das ist immer so eine Sache. Gehört bestimmt, aber... So, wo muss ich hin? Hier sind nix. Micro? Micro ist ein Pokémon. Oh, Buch. Dies scheint das zurückgelassene Journal eines Schnitters zu sein. Das kürzlich aufgetretene seismische Ereignis hat die höchste Führungsebene in Aufruhr versetzt. Wir wurden angewiesen, sämtliche Erwähnungen hiervon aus den Aufzeichnungen zu streichen und alle aktiven Aufträge aus der Region zu schließen. Mein Gewissen lässt sich damit, lässt mich nicht tatenlos zusehen, wie all diese Schnitter weiterhin von der Kommission und ihren Familien abgeschnitten sind. Oh, doch, das hatten wir schon mal. Ich versuche mich irgendwie durchzuschauen. Ja, den hatten wir schon. Und der war dann nie wieder gesehen. Ich hab aufgepasst. Wieso kann ich im Hub runterfallen und Leben verlieren? Prangere wir dies an. Das ist doch doof.
Verlorener Friedhof, keine Ahnung. Lass mal hingucken. Ja, hier waren wir schon mal. Mike war im Schildteam. Der Wasserstarter Toxel, Drapfel, Galaponito, Infernopod. Okay, also es geht wirklich über Pokémon. Ja, hier ist nichts. Der Seelenrein. Müssen wir zu dem Friedhof erst gehen? Man möchte Gen 8 Pokémon fürs Team. Gen 8 Pokémon. Können die Pilze hier nicht ernten? Gen 8 Pokémon. Galawizing. Also Smogmog. Labor der Urnenhexe. Ja. Die Wille. Ja. Anwesend der Urnenhexe. Das suche ich aber nicht. Ja, wenn man den Monat nicht gespielt hat, wird das ein bisschen schwierig. Kopf kann ich auch nicht kaputt machen. Ey, ich habe so gar keinen Plan. Er muss doch hier sein. Friedhof. Es heißt Friedhof. Ich muss zum Friedhof. Wo ist denn der Friedhof? Gibt ja doch keine Karte, ne? Hier geht's zum Gipfel. Nee. Ich möchte zum Friedhof. Muss ich da lang? Ja, nee. Da oben sind Gräber. Da muss ich da lang. Glaube ich. Da war doch irgendwer. Da war doch dieser Friedhofs Totengräber. Yo, hi, du. Hello. Du hast mich wirklich auf Trab gehalten. Wenigstens ist es gut, wenn man etwas hat, worauf man sich konzentrieren kann. Die Toten auf die letzte Reise zu schicken, mag deprimierend erscheinen, aber mir gibt es immerhin einen Daseinszweck. Das war nicht wichtig. Wo war der andere? Da war noch irgendwo einer. Der vor der Tür steht, der mir quasi den Auftrag gegeben hat, weil er meine Seelen geklaut hat. Da guck mal. Wie komme ich denn da hin? Das muss ja von da unten sein. Ich habe irgendeine Fähigkeit, die ich vergessen habe, Wetten. Ja, hilft nichts. Kann ich das benutzen? Habe ich schon wahrscheinlich. Oh Gott, ich habe natürlich gar keine Ahnung mehr. Ist das hier jetzt rechts zufällig? Da? Ist der hier, den ich suche? Ja, dich suche ich, genau. Hi. Und noch ein bemerkenswerter Sieg. Dein Mut und deine Beharrlichkeit imponieren mir, Grünschnabel. Ich muss es noch einmal sagen, ich sitze hier jetzt schon so lange fest und habe im Vergleich zu dir so wenig aussichten können. Du hast dieser alten Krähe Hoffnung gegeben. Zum ersten Mal in vielen, vielen Jahren. Nur noch eine Riesenseele, dann öffnen wir die Tür des Todes. Ich schlage vor, du gehst Richtung Westen. Auf dem Gipfel des Berges findest du ein uraltes Untier aus früheren Zeiten. Was Westen, hast du gesagt? Brauchst du einen Rat, wohin du dich jetzt wenden sollst? Gleich vor Richtung Westen, ja. Okay, von hier Richtung Westen. Ich suche jetzt dieses Tor.
Das wird schon stimmen, ne? Bin ich Richtung Westen, aber komme ich da hin? Ein Schlüssel. Ich habe keinen alten, verrosteten Schlüssel. Aber habe ich einen alten, verrosteten Riesenanker? Weiß ich nicht. Ein uraltes Untier aus früheren Zeiten. Hey Dave, der redet von dir. Aha, ha, 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 ha. Dieses Mausoleum war es ja nicht, ne? Aber hier waren wir schon mal. Ja genau, das war glaube ich das erste Gebiet. Fatality, Kopfanti, Gewoldra, Toxel. Das ist ein gutes Team. Toxel selbst ist super weak. Aber die Entwicklung ist halt mega. War ich hier schon mal? Kann ich eigentlich irgendwie rennen? Ich renne wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Hm. Wir können auch nicht hüpfen. Ja, immerhin lerne ich die Steuerung gerade so halbwegs wieder. Ha, 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 ha. Alles notiert außer Toxel. Aber Toxel ist cool. Da ist Feuer. Da. Du hast ein Schlüsselloch als Gesicht. Warum? Jetzt hier nach Westen. Hier geht's zum gestrandeten Seemann. Hast du den Zwilling dieses Bauwerks entdeckt? Dort liegt ein Geheimnis für dich versteckt. Nee. Habe ich noch nicht entdeckt. Wie soll ich Feuer von da dorthin bringen? Ja, nee. Von da nach da. Ha, wie soll das denn klappen? Ich muss ja das da entzünden. Und guck mal, da ist ein Rio. Wunderschönen guten Abend. Ach nee, Soda ist auch dabei. Ach Rio, hättest du nicht jemand anderen raiden können, wenn du den mitbringst? Sorry. Soda. Ich musste einfach gegen dich pöbeln. Hi. Na, was gab's bei euch? The Finals. Das ist der Shooter, den ich mir auch noch anschauen wollte. Wie ist er? Der soll ja richtig Bock machen. Au! Ach, als ob du noch einen Hit vertragen hast. Okay, die sind One-Hit. Richtig schlecht, schau ihn dir nicht an. Seriously, schlecht? Du bist richtig schlecht. Ja, das ist er wirklich. Das würde ich so unterschreiben. Und hallo, Arno. Wunderschönen guten Tag. Ja, doch witziger als vermutet, nachdem Sora ihn empfohlen hat. Oh, deswegen, Sora hat Spaß dran, also soll ich ihn deshalb nicht spielen, damit ich es nicht kaputt mache, das Spiel. Hier geht's um gestrandeten Seemann. Ja, aber das ist ein Sackgasse-Spiel, lüg mich nicht an. Hier geht's nicht weiter. Death Door ist so geil. Ja, ich muss gerade nur wieder reinkommen. Wir haben es ja letzten Monat schon gespielt und kurz nachdem ich es einmal gespielt hatte, ist mein Rechner doch kaputt gegangen. Und jetzt spiele ich, nachdem ich das halbe Spiel in einer Session durch hatte, spiele ich es wieder und weiß halt nichts mehr. Oh, warte, hier ist ganz am Anfang, haben wir den Typen verfolgt. Oh, ja, 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 ich erinnere mich daran. Dave hat manchmal doch Erinnerungen. Ja, aber hier will ich ja nicht hin. Da war was, was wir geholt haben, das weiß ich noch. Oh, shit. Oh, warte. Ich kann doch jetzt die Dinge aufbomben mittlerweile. Oh, ich war zu nah an der Explosion. Große Seele gefunden. Meins. Dave, spielst du auch mal Tunic? Ist zumindest geplant. Hm, sagst du das, weil du hoffst, dass du bessere Chancen hast, dass Dave es sich anschaut?
Ne, The Finalist wollte ich mir eh angucken. Ich hab nur einfach keine Zeit. Yo, Bro, das war smart von dir. Bonk. Aber jetzt gehe ich ja nach Süden. Ich muss ja nach Westen gehen. Oh, das heißt, ich muss dieses Rätsel schaffen, oder? Scheiße. Oh, das ist jetzt blöd. Tunic wird bestimmt sehr witzig, wenn ich das spiele. Ich muss aber auch schon leider verlassen. Muss für dich raus. Bespaß die Meute. Gute Nacht. Dann Rio nochmal danke für deinen Raid. Und schlaf wunderbar. Und irgendwann gucke ich mir The Finalist auch an. Und dann machen wir zu zweit so oder einfach fertig. Und spawn campen ihn. Damit er einfach gar keinen Spaß hat. Tipp für Tunic. Hab Zettel und Stift bereit. Hab ich doch sowieso immer. Hier, mein... mein schönes und nettes Notizbüchlein. Das ist eh schon halb voll mittlerweile. Da sind noch auch, Sachen von irgendwelchen Rätseln, von irgendwelchen Zelda-Spielen drin, hatte. Finde ich das gerade. Ja, sowas zum Beispiel. So eine Tabelle, wie was miteinander connected ist und so. Ich suche aber gerade ein bestimmtes Rätsel. Hier, Ost, Südost, Ost, Südwest, Südost, so ein Quatsch zum Beispiel. Ist auf jeden Fall noch von irgendwelchen Rätseln. Da irgendwelche anderen Zahlenkombinationen. Da oben rechts, unten links, oben rechts, oben links, unten links. Da habe ich schon ganz schön viel aufgeschrieben von irgendwelchen Spielen. Naja. Dieses eine Zelda-Rätsel, aber ich finde es gerade nicht. Deswegen Zettel und Stift habe ich immer bereit. Kann ich mit dir eigentlich interagieren? Nein. Ich muss das Feuer also irgendwie dahin... Ach, warte mal. Ich habe doch Feuer. Ich habe einen Feuerskill. Gut. Für Tunic brauchst du ein neues Buch. Habe ich doch auch. Und zwar habe ich doch das Paper Mario Buch, das man sich für die Platin-Punkte holen kann. Da habe ich ein ganzes neues Buch noch. Ich muss leider auch los. Schönen Abend, stream euch noch. Sova, schlaf du auch wunderbar. Auch wenn ich dich immer mobb. Es ist ein Mobben aus Liebe. Sagt das Becky und Ellie nicht. Die werden beide eifersüchtig. Da bleibt unter uns. Aha, guck mal, da oben ist ein Ding. Ein Turn. Ich hab das gehört. Nein, du hast dich verhört. Ich hab aus Hiebe gesagt, weil ich so gerne haue. Ja, ich komm durch. Good enough. Au! Oh. Ich hänge an deinem Oberschenkel. Ich muss eigentlich noch nicht mal dodgen. So im Rumlaufen reicht ja vollkommen. Eben, über einen Monat nicht gespielt. Ich muss jetzt mal wieder warm werden. Ich spuck gleich zurück und klipp das. Dann war das ein falscher Versprecher, Herr Asse. Mobben aus Liebe versus Mobben aus Hiebe. Ich krieg Letzteres. Das liegt aber an dem, was du hier im Chat schreibst, anonym. Deswegen hast du die Hiebe einfach verdient. Seien wir ehrlich. So. Mach Maul auf. Ist das jetzt ein ganzes Upgrade? Der alte Schrein überreicht dir ein Bruchstück von einem Magiekristall. Jetzt hast du drei Bruchstücke. Ein weiteres erhöht deine magische Kapazität. Ach so, meine magische. Ich dachte, ich krieg mehr HP. Oh, da habe ich 0 von 4. Ich glaube, HP-Upgrade gibt es einfach nicht mehr in dem Spiel für mich. Na gut. Na, mal gucken in den Ecken. Da waren wir überall. Passt.
Ja, ich habe 2 HP, weil ich einmal die Bombe mir selber ins Gesicht gehauen habe und mich jetzt einmal von dem Plottli treffen habe lassen. Da ist schlecht. Dieser Felsen, er sieht aus, als könnte man ihn sprengen. Das seht ihr doch auch, oder? Kann man aber nicht. Schade. Ach ja, der Grafiktablett, das kannst du nicht anschließen, weil du wieder irgendein Special-Ding hast. Warum hast du eigentlich immer so Special-Probleme? Du brauchst eigentlich nur ein anderes Kabel. Für irgendeinen anderen Monitor. Könnte man machen. Müsste man halt erstmal machen. So. Da unten ist was. Da kommen wir aber noch nicht runter. Ich habe jetzt gerade noch so dieses Paper Mario Gedanken. Den Gedankengang im Kopf, so ich, dass hier hinter Sternstädte sein könnten. Aber sind sie wahrscheinlich nicht. Kisten. Da liegt auf jeden Fall was drunter. Was ist das? Oh, die Samen. 15 Stück. Ich bin super sparsam. Die rechte Pylone. Da ist andersfarbig. Die ist rot. Wieso? Aber allein, dass die auch nur ein bisschen andersfarbig ist, möchte ich halt sofort... Warte. Oh, das ist jetzt oben. Moment. Wie komme ich denn da hin? Wait. Ja, man kann ja nicht fliegen. Es gibt irgendeine Art Grappling Hook. Eindeutig. Es hat halt 3-in-1 Kabel, was es eben 2-mal USB und 1-mal HDMI zu USB-C ist. Ja, aber hast du nicht USB-C auf der Grafikkarte? Ihr seid aber keine Gegner, oder? USB-C geht ins Grafiktablett. Der Rest muss in den PC. Ja, aber kannst du nicht ein reines USB-C-Kabel nehmen? Topfkopf, den kennen wir doch schon. Sei abermals gegrüßt, Schnabelnase. Wie schreitet dein Abenteuer voran? Eigentlich lenke ich meine Schritte zum gestrandeten Seemann, wenn mein Vorrat an Jefferson delikater Suppe zur Neige geht. Er ist ein komischer Kauz, aber kochen kann er fantastisch. Cool Story. Da, mein riesiger verrosteter Anker, da ist er ja. Ich habe ihn gefunden. Sehr schön. Dann kann ich ja jetzt auf mein Date gehen. Aha. Aktivieren. Tür. Perfekt. Hallo. Hallo wieder, Vögelchen. Ich überall kommen herum. Sehen viel Ding. Welt da draußen sehr schön. Lieben, lachen, leben. Das alles, was Diener wollen. Warum hast denn du eine Maske auf? Du hast die alte Maske des Dieners erhalten. Der Diener ist jetzt wohl einem neuen Herrn ergeben. Jefferson machen lecker Suppe. Wir haben dunkle Geheimnisse. Nicht viele Leute wissen. Aber Diener merken sofort. Jefferson gar nicht richtig Koch. Aber Diener seien das egal. Suppe schmecken lecker. Ups. Okay. Kennen wir. Der Koch hat überhaupt keine Kochausbildung. Der darf überhaupt nicht kochen. Hier geht es zu den Berggipfeln. Über Burg Schlüsselstein. Da hinten geht es irgendwie weiter. Lass doch mal. Säuferkrähe. Oh, Betty. Meine liebe, schöne Betty. Okay. Hi. Ein Zweibeiner wie ich. Sei gegrüßt.
Ich heiße Jefferson. Ich bin ein bescheidener Gastwirt mit einer Schwäche für Meeresfrüchte, stets zu Diensten. Dürfen diese menschlichen Hände dir heute ein köstliches Mahl zubereiten? Lass mich raten, der Krake auf dem Rücken ist eigentlich der Charakter. Und das da vorne ist eigentlich nur eine Leiche, die er irgendwie steuert und so tut, als wäre das der Koch. Weil dieser menschliche Korpus, der auch nicht mehr so gesund aussieht, hat keine Augen. Während die Augen von dem Oktopus da hinten sich... Oder ist das ein Kalmar? Das ist ein Kalmar, ne? Sich bewegen. Sieht da nach außen, ne? Ratatouille X findet Nemo, ja. Prima! Eine köstliche Mahlzeit wird prompt serviert. Ich liebe es, mit meinen vielfingerigen Säugetierhänden Essen zuzubereiten. Hm. Oh, ich glaube, dir ist da was reingefallen. Na egal. Anscheinend schmeckt's gut. Jetzt will ich dir ein bisschen was erzählen, während du dich stärkst. Hinter dem Haus einer mächtigen Hexe liegt ein Geheimnis. Es ist von Westen her zugänglich. Da ist das... Was, ja. Mhm. Um es zu finden, suche nach Öffnungen in der Hecke. Du scheinst ein gelenkiger junger Zweibeiner zu sein. Du kannst dich doch bestimmt durch ein Abflussgitter zwängen. Man gelangt wohl durch ein Abflussrohr in den überwucherten Ruinen zu einem Geheimnis. Die Fähigkeit habe ich nicht. Seit der Froschkönig die Länder im Osten beflutet hat, sind viele alte Gebäude nicht mehr zugänglich. Eines dieser Gebäude kann man noch erreichen, wenn man von weitem einen Pfad durch einen steinernen Bogen schießt. Ein Pfeil durch einen steinernen Bogen schießt. Er sagt einem hier lauter Geheimnisse und Sachen, die man noch holen kann. Aber mehr kann ich dir gerade nicht sagen. Oh, nein, ich bin umgefallen. Hier. Bro, ist voll okay, dass du kein Mensch bist. I don't care. Oh, und hier schläfst du wahrscheinlich selber in dem Glas drin, ne? Ah. Hey, ich verstehe schon. Du suchst nach Öffnungen in der Hecke. Ich suche nach Öffnungen in der Hexe. We are not the same. Ah. So, warte. Ist bisher ein cooles Gebiet hier, oder? Was haben wir da? Stuff gefunden. Du hast ein Abenteuerjournal gefunden. Es ist ganz schön feucht. Hm. Die Seiten kleben zusammen. Na toll. Da liegt Teddybär. Bitte Teddybär. Oh. Hm. Ja, da sind immer wieder andere leuchtende Pylonen. Ja. Man kann sich da dann... Konnten wir uns da nicht sogar schon hin und her pullen? Nee, konnten wir nicht, ne? Das ist auf jeden Fall irgendwas zum Hin- und Herpullen. Konnten wir das? Nee. Ich hab nur Ranged-Kram. Muss ich nochmal gucken, was kann ich denn so? Habe ich irgendwo meine Steuerung erklärt? Wenn ich irgendwo runterspringe, falle ich dann langsamer? Nee. Baden 05. Ah, er ist schnell. Nein. Hä? Die Dolche bitte. Da hoch. Ja, dann laufe ich erstmal in die andere Richtung. Ah, das ist der Shortcut zurück. Ich verstehe. Atmen ist schon die Mindestanforderung, aber vielleicht verlange ich auch schon zu viel, was? Worüber geht's denn jetzt schon wieder? Keine Sorge, Dave, es gibt Experten, die dir helfen mit der Steuerung. Nennt sich Steuerberater. Oh, du stehst so kurz vor dem Bahn. Hi! Was hast du gesagt? Ja, Hallöchen! Ein Reisender wie ich! Babs die Baden. Lass mal hören, wie läuft's mit deinem Abenteuer? Kennst du spannende Geschichten, die ich in einem Lied verwursten könnte?
Ich latsche hier nämlich durch die Berge, um Inspiration für mein nächstes Meisterwerk zu tanken. Es heißt ja, dass oben auf dem Gipfel ein Monster haust. Kaum zu glauben, was? Der Saufbruder, der beim gestrandeten Seemann abhängt, jammert rum, weil sich das Biest seine Liebste gekrallt hat. Zieh dir das mal rein. Jo, zieh's dir rein. Also nehme ich an, dass da oben eine epische Ballade für mich rausspringt. Wenn ich nur diese dämlichen Felsen zertrümmern könnte, die mir den Weg versperren. Ja, das ist ja kein Problem. Und da kam jetzt nichts bei rum. Und da kann ich auch nicht durch. Na gut. Bowling! Drei. Hast du Töne? Das hat voll reingehauen. Du hast es sowas von drauf. Vielleicht bist du ja die Inspiration für meine nächste große Nummer. Oh ja. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne mitkommen auf dein Abenteuer. Bis denne. Mitkommen und dann bis dann sagen. Funktioniert. Ich sag auch immer den Personen, die mich begleiten, bis denne. Erstmal wieder den optionalen Weg finden. Ah, die Musik wird. Die wachsen nach. Oh. Interesting.